Hallo und willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich euch mal alle Dinosaurier und Kreaturen von Prehistoric Kingdom zeigen möchte. Und heute schauen wir uns mal die 5 Sauropoden, die es im Spiel geben wird, gemeinsam an. Als allererstes haben wir da den Argentinosaurus. Dieser ist eine 5-Sterne-Attraktion und fällt besonders durch seine enorme Größe und durch seine Stacheln hinten auf seinem Rücken auf. Für diesen gibt es 3 Skins, die könnt ihr unten rechts erkennen. Hier seht ihr nochmal ein Bild, wo ihr den Argentinosaurus dann in seinen verschiedenen Skins und den verschiedenen Geschlechtern sehen könnt. Dieser Screenshot ist leider schon ein bisschen älter und nicht so hochauflösend, allerdings kann man da sehr gut drauf erkennen, wie groß der Argentinosaurus eigentlich ist. Hier habe ich nochmal ein schönes Bild, wo er gerade freigelassen wird aus einer Brutstation. Und wir haben sogar zu dem Argentinosaurus ein wenig Videomaterial. Da kann man dann schon mal die Laufanimation sehen und wie schön dieser einfach aussieht. Und der nächste Sauropode auf der Liste ist der Brachiosaurus. Dieser hat ebenfalls eine 5-Sterne-Bewertung und hat auch 3 verschiedene Skins, die ihr wieder unten rechts erkennen könnt. Auf diesem Bild könnt ihr jetzt die Skins nochmal besser sehen und auch die dazugehörigen Geschlechter. Die Männlein sind hier auf jeden Fall auch wieder farbenfroher als die Weiblein. Jetzt könnt ihr noch mal ein paar Screenshots sehen, wo ihr dann auch so ein bisschen Größenvergleich zu anderen Dinosauriern habt. Und dann haben wir hier sogar noch ein kurzes Video, wo ihr einmal die Laufanimation und die Geräusche von dem Brachiosaurus sehen und hören könnt. Und zu guter Letzt gibt es auch hier noch ein bisschen Videomaterial. Und dann haben wir den Camarasaurus. Dieser kommt mit einer 3-Sterne-Bewertung und 3 sehr schön farbenfrohen Skins. Auf diesem Bild könnt ihr jetzt die verschiedenen Skins nochmal sehen und natürlich auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und sogar von den Unterarten. Bei links zum Beispiel ist der Camarasaurus um einiges größer und breiter und massiger als zum Beispiel der Camarasaurus in der Mitte, der ist sehr viel schmaler und kleiner. Hier sieht man nochmal ein schönes Bild bei Sonnenuntergang. Und dann könnt ihr hier nochmal die Sounds hören und die Bewegungsanimation sehen. Und auf diesen kurzen Ausschnitt könnt ihr den Camara dann auch nochmal auf Bewegtbild sehen. Und der 4. Sauropode ist der Diplodocus. Dieser hat eine Bewertung von 4 Sternen und wieder 3 Skins zur Verfügung. Bei diesem kann ich jetzt schon mal sagen, es gibt nicht so viel Bildmaterial und ich glaube, das Bildmaterial ist auch schon etwas älter, das heißt, der kann dann später im Game wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders aussehen.
Hier könnt ihr dann nochmal die Skins und das Model und auch die Geschlechterunterschiede sehen. Dann ist das hier nochmal ein Screenshot, wo ihr ihn in voller Größe erkennen könnt. Und nochmal ein nicht so hochauflösendes Bild, wo man von oben den Kopf sehen kann. Und der letzte Sauropode von Prehistoric Kingdom ist der Plateosaurus. Dieser ist der kleinste Sauropode mit einer Bewertung von 2 Sternen und auch 3 tollen Skins. Dieses Spezies-Profilbild, was ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, ist auch schon veraltet. Das Model wurde auch schon überarbeitet. Hier könnt ihr jetzt links das alte Model sehen und rechts der neue Plateosaurus. Dann könnt ihr hier nochmal die verschiedenen Skins und Geschlechter sehen. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch ein paar Screenshots. Und ja Leute, das waren alle 5 Sauropoden von Prehistoric Kingdom. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.